So, hallo zusammen und willkommen zurück bei Let's Play Tales of Graces. Ja, bevor es für uns weitergeht, und zwar zurück Richtung Land, möchte ich euch mal zeigen, was ich so gemacht habe in der Zwischenzeit. Ich habe mal offline die Zeit etwas genutzt, um mich mit dem Kampfsystem mehr zu befassen. Und zudem habe ich auch die Titel ein wenig trainiert. So, wie man hier gut sehen kann, hatten wir ja diesen Titel schon mal gemaxt gehabt. Damals. Inzwischen habe ich dann auch ein wenig trainiert und diesen Titel auf 5 Sterne gebracht, sowie den auch. So, dass wir halt schon mal ein wenig mehr unsere Statuswerte verbessern können. Und zudem habe ich auch durch das Kämpfen auch neue Titel bekommen. Wie zum Beispiel das hier oder das hier. Aktuell bin ich mit diesem Titel jetzt unterwegs, heißt Nimblefang Adept. Und wie man sehen kann, habe ich hier gerade mal 1 Stern. Dadurch kann man seinen Nimblefang etwas verbessern. Gut. Ich würde mal sagen, dann machen wir uns wieder zurück auf den Weg Richtung Land. Ich werde jetzt mal hier auf dem Weg vielleicht 1 oder 2 Kämpfe machen, um das etwas unterhaltsamer zu machen. So, Fuhr brauche ich nicht mehr, habe schon genug. Dann machen wir das mal, schon ein bisschen kämpfen. So. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, immer, dass man nicht von 2 Seiten gedoppelt wird. So, und da ich mich inzwischen etwas mehr mit dem Kampfsystem befasst habe, ist es dann auch einfacher, diese Vorgaben, die im Kampf stattfinden, zu erfüllen. Es ist manchmal halt nicht einfach, wenn man jetzt nicht getroffen werden muss, je nachdem. Aber manchmal ist das schon machbar. Und hier liegen überall diese komischen Tierfussel, was das sein soll. Einen Apfel können wir immer gut gebrauchen. Gut, hier sieht man auch an der Karte, an dem leuchtenden Punkt, dass wir halt nach unten wieder müssen. Das heißt Richtung Barona City wieder. So, nehmen wir noch dieses eine Schwein noch mit. So. Ah, der ist ja schon ein bisschen hier. Ups. Ah, Mist, 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 Mist. Jetzt habe ich mal hier nicht aufgepasst. Alles klar. Alles klar. So. Demon Fang Adept Title. Ja, das Lustige ist natürlich, wenn ich offline, also offscreen trainiere, dann werde ich überhaupt nicht getroffen und hier werde ich immer getroffen. Das ist natürlich sehr, sehr lustig, um zu beweisen, dass ich auch gut trainiert habe. Also sorry Leute, an dieser Stelle mit dem ich den mit anstelle. Aber passt schon. Ah, das war schon keine Ahnung. Gut, das lief schon mal etwas besser als die anderen. So ungefähr stelle ich mir das auch immer die ganze Zeit vor. Gut. Ja, ich denke mal, das ist aber auch genug erstmal. So, nehmen wir noch das leuchtende Ding hier mit. 78 Gold ist immer okay. Ich hasse das, das heißt ja Gold, aber im Endeffekt sage ich ja immer Geld. Von daher bleibe ich... ich belasse es bei Geld. Ihr könnt mir gerne schreiben, ob ihr lieber Gold oder Geld haben wollt. Je nachdem, was ihr möchtet. Also, wir müssen zurück in die Lower City erstmal, damit wir halt aus der Stadt rauskommen können. Ich bin das letzte Mal, wo ich hier den Weg gesucht habe, bin ich dann schnurstracks geradeaus, also hier Richtung komplett zurückgelaufen, aber ich muss einmal hier links laufen, nämlich, und zwar genau in diese Richtung, da unten, und dann muss man einmal nach links, dann ist man schon beim Hafen wieder. Gut. Da sieht man das auch. Barona Port. Okay. Hier gibt es auch nicht viel zu tun. Man kann mit den Leuten hier und da sprechen, aber hauptsächlich geht es jetzt für uns komplett zurück auf dem Schiff. Ja. Oh, jetzt kostet das schon inzwischen ein bisschen mehr. Also 200. Gut, dann fahren wir trotzdem mit. Ja, da sieht man auch schon, wie wir jetzt gerade ein bisschen so ablegen. Immer sehr schön anzusehen. So, ich werde mal schauen, ob ich euch noch was dazu erzählen kann. Aber ich achte mal drauf, ob da nicht vielleicht ein Gespräch immer zwischendurch stattfindet.
Das ist dann immer nicht so einfach. Hier sieht man natürlich auch den Weg. Müsst ihr ja kennen, noch wo wir noch Kinder waren. Da sind wir ja auch diese Route gefahren mit dem Schiff. Once we reach land, I'll look into hiring a turtles transport. You must be exhausted after so much travel. Thank you, but I'm fine, really. But what about your illness? It's gone. It disappeared 7 years ago, just after everything happened. Now I'm stronger than almost everyone I know. 7 years. Maybe Sophie is watching over us somehow. I'm glad you're better, Sharia. Thanks. Me too. Ja, also Sharia scheint es auf jeden Fall besser zu gehen. Wie sie gesagt hat, sie ist auch wieder gesund geworden. Irgendwie, die Krankheit ist verschwunden. Ohne Grund. Naja. Ob das jetzt wirklich so ohne Grund ist, kann man jetzt nicht genau wissen. Aber gut, wenn sie das sagt, dann wird das wohl so sein. Gehen wir mal kurz in die Residenz rein hier. Ich glaube, hier kann man noch das eine oder andere noch mitnehmen. Ich guck mal. Ah, genau hier. Letus. Was soll das sein? Also, ich weiß nicht. Das sieht aus wie ein Eisbergsalat, aber ich schätze mal, das kann auch ein Kohl sein oder so. Ich weiß es nicht. Ja, Bread erklärt sich ja von selbst. Das ist ja Brot. Sieht aus wie Toast. Ja, passt schon. Gut, hier ist auch Brot am Tisch und auch ein paar Äpfel, aber ich denke mal, die sollen wir ja nicht mitnehmen. Und können wir auch nicht. Okay, jetzt reden wir mit dem Turtles-Transport, weil wir ja eine Fortbewegungsmöglichkeit haben wollen. Nein, ich will nicht dualisen. ja, toll. Na gut, dann hat sich das wohl erledigt, schätze ich mal. Gut, dann nehmen wir wieder den Weg zu Fuß zurück. Ich werde mal kurz speichern. So, dann nehmen wir mal den zweiten Speicherstand. Ist im Endeffekt egal. Und wie gesagt, dass wir halt immer einen Speicherstand dazwischen haben, dass wir immer auf ein Backup zurückgreifen können. Was ist denn hier eigentlich? Da oben ist, glaube ich, nicht. Ach, da oben sind ja die Kühe. Ihr kennt euch sicherlich noch, als wo wir noch Kinder waren, dass wir uns mit einer von diesen Kühen angelegt haben. Ja, und ordentlich ja, auf den Deckel bekommen haben. Gut, da unten habe ich gesehen, dass da was leuchtet. Und zwar genau bei der Kuh. Ja, die blockt mir ein bisschen den Weg. Ein Apfel. Äpfel sind immer gut. Da wir ja auch einiges an Gelsies damals gefunden haben als Kinder, so können wir das auf jeden Fall dann nutzen, um unsere Apfelgele herzustellen. Die wir immer gut für die Heilung gebrauchen können. Da wieder so ein Hühnchen. Also ich bin gerne offen für Kämpfe, aber gegen Hühnchen habe ich keine Lust. Übrigens, das war diese eine Kuh. Genau, die gibt uns auch wieder Milch. Genau, eben diese mit dem war das ein Barona-Siegel oder so, glaube ich, war das? Gegen die verloren haben. Feder. Können wir nicht mehr, haben wir auch schon genug. Hier leuchtet schon wieder etwas im Gras. Core Dust. Okay, Dust said to be dropped by a defeated spirit. Okay, das heißt, das ist Staub, wo es gesagt wird, dass das von besiegten Seelen fallen gelassen wird. Okay. Jetzt bin ich genauso schlau wie vorher. Ich schätze mal, ihr genauso. Aber das ist ja jetzt nicht unser Primärziel, zu verstehen, was das bedeutet, sondern anzukommen. Alles klar. Ja, knapp dann eben auch vorbei. So. Alles klar. Ja, das ist doch schon wieder hier so halb K.O. das Vieh. Ja, also. So stelle ich mir das vor. Aber ist ja so, wie man so schon sagt, immer knapp daneben ist auch vorbei.
Gut. Sharia, get back! You little... Oh, wir haben Gäste. Uiui. Eskel ist schon heiß auf dem Kampf, wie man hier gut sehen kann. Aber das ist eine... Uiuiui. Da muss man aufpassen, weil wir hier von drei Seiten angegriffen werden. Ah, passt schon soweit. Alles klar. Aber dürfte eigentlich keine große Herausforderung sein. Gegen die Viecher kämpfe ja sonst auch immer so. Autsch. Alles klar, war keine große Herausforderung. Espel gained the Slayer title. What was that? What? That light from my hand? I don't know. It just started happening recently. You're hurt. Oh, this? It's nothing. I'm fine. You won't be fine if it gets infected. Give it here. What the? Sharia? You can do it too? Yeah, it just started happening recently. The doctor thinks that incident 7 years ago might have unlocked some kind of... unknown power. An unknown power. There, all better. Thanks. Kind of funny to see little Sharia all grown up and healing people's wounds. Remember that time I hurt my hand and you tried to bandage it up with a big old sock? Good times. It's been a long time, Asbel. People change. Also, I can fight for myself now. You don't have to save me from monsters anymore. Let's go. Okay, Sharia acquired the Radiant Healer title. Okay, also Sharia braucht unsere Hilfe nicht. Sie meint, sie kann sich alleine helfen. Und, naja, so ein bisschen komisch ist schon, also sie versteht auch nicht mehr den Spaß von Espel und, ja, hat eine ganz andere Persönlichkeit, wenn man so schön sagen kann. Zudem hat sie es dann geschafft, halt die, Verletzung von Espel zu heilen, die er sich zugezogen hat vor dem Kampf. Die Kaying Fang. Aber hier gerade auch gerade, ein Unseasonable Chill. Hey, remember that guy at the Knight Academy? Well, he gave me permission to graduate. How wonderful for you. Thanks. But if I'm not mistaken, wouldn't a King's Knight have to stay in the capital? No, because I'm still technically a student. And besides, the captain wants my report on the situation in Lant. I see. So you'll return to the capital when the matter is settled? Yeah, but I'll be in Lant for a while yet. I'm worried about my mother. Then I guess we should get moving. Sharia. Ich sag ja, ihr merkt das ja auch an der Art, wie sie spricht. Sie ist etwas seltsam drauf. So, ich check mal kurz, was Sharia so alles für Arts hat. Oh, das ist schon eine Menge. Serpent Tooth, Skating Harvest, Seraphic Bolts, Pixie Circle. Ah, das ist ja zum Heilen. Steel Baptism. Checken wir mal kurz ab. Ja, die könnten natürlich auch aktivieren, die Sachen. Wenn wir natürlich möchten. Die kann man, glaube ich... Moment, jetzt muss ich gucken. Ach, das ist das... B-Arts sind das ja. Und dann so die A-Arts. Gut. Die kann man schätzen wir doch nicht
aktivieren. Ah ne, Quatsch, ich glaube, das kann man woanders machen. Ich weiß es gar nicht jetzt genau. Dann checken wir erstmal die Titel, was sie so hat. Also sie hat hier Initiate of Art and Blade. Und die hat natürlich noch diese Titel. Noch. Sickly Child, Unbelievable Child, An Old Friend Matured. Und Radiant Healer hat sie ja gerade, wie gesagt, bekommen. Ne? So, und hier unten ist auch noch ein Titel. Altruist. Gut. Damit wollen wir uns jetzt aber nicht großartig befassen, aber ich check das immer noch nicht hier mit den Arts, warum man die jetzt nicht aktivieren kann. Die könnte man normalerweise immer aktivieren oder deaktivieren. Ah, hier, mit Dreieck kann man die. Aber hier, die kann man gar nicht. Gut, ist okay, jetzt habe ich es verstanden. Aber es ist auf einmal so dunkel geworden. Warum eigentlich? Frage ich mich jetzt gerade. Gut. Vielleicht, weil es abends geworden ist oder so, ich weiß es nicht. Kann gut möglich sein. So, dann checken. Probieren wir mal den Kampf mit ihr zusammen. Ja. Ja, es ist. Es sieht schon besser aus, wenn man so ein bisschen Unterstützung kriegt. Das sollte uns zumindest Zeit geben. Braves Mädchen. Ich habe schon meinen zweiten Stern bekommen. Ja. Ah. P-Attack plus 3 habe ich jetzt gelernt. Ja gut, das kann man jetzt noch nicht so großartig beurteilen. Also jetzt, wie hilfreich das jetzt ist, wenn sie mit uns kämpft. Aber es ist für den Anfang auf jeden Fall hilfreicher, als wenn man immer alleine gegen mehrere Viecher kämpfen muss. Von daher, ja, gegen Hühnchenbocher brauchen wir eigentlich keine Hilfe. Nameless Seed kann ich nicht mehr nehmen. Gut, wir sind auch fast da, schätze ich mal. Den Vogel nehmen wir noch mit, die geben immer so gute Erfahrungspunkte. Seraphic Bolt. Alles klar. Ja, der ist doch schon fast K.O. Wunderbar. Ja, gefällt mir. Man sieht ja auch, die geben gute SP-Punkte. Und dann ist das natürlich für uns etwas einfach, immer die Titel auf 5 Sterne zu bringen. Gut, das kennen wir ja noch von damals als kleine Kinder. Was sieht das da unten jetzt immer noch genauso aus? Ein bisschen anders. Ich schaue mir das mal kurz an. Dann checken wir auch mal die Kiste. Iron Scabbard. Gut, das ist wahrscheinlich eine kleine Verbesserung für uns dann. Okay, hier ist nichts Neues. Checken wir mal kurz mein Equipment. Ich habe ja den Bronze Scabbard, dann mache ich den Iron Scabbard. Ja, sieht man ja. Apropos, was ich gar nicht erwähnt habe, ich habe ja mal das Dualize-System ein bisschen genutzt, um meine Waffen zu verbessern. Also hier das Sword plus 1 und Iron Tunic plus 1. Indem man das halt, oder hier hatte ich dann auch einmal einen Poison-Charm und einen Paralysis-Charm. Und die konnte ich durch Dualize zusammenlegen, sodass man zwei Effekte in einem Charm dann hat. Kann man alles mit dem Dualize-System wunderbar machen. Indem man halt, wie gesagt, seine Ausrüstung dann mit bestimmten Items kombiniert oder halt zwei Items von der gleichen Gattung zusammenlegt, sodass die halt dann diese Effekte zusammengelegt werden, wie diese Charms halt zum Beispiel. So, wir sind wieder zurück im Land. Sharia, come quickly. Frederick has been captured by the Fendalian army. Grandpa, no! Those Kurs have launched a full-scale invasion of Lant. Please forgive me. I was with Frederick at the time, but was unable to protect him. When we are finished, I am prepared to accept full punishment for this failure. But first, we must attempt to rescue Frederick. Right. Where did you last see him? Near the main skirmish between the border fortress and Lant Hill. All right, I'll leave at once. I'm coming too. You too, Lord Asbel? We can't let those Fendalian brutes take Frederick. Come on, Sharia. Gut, also diese Fendalians haben eine Invasion gestartet und haben den Großvater von Sharia mitgenommen, den Butler, den ihr sicher noch kennt, Frederick.
So, ja, und alle nennen den Master Aspel oder Lord Aspel. So, ich guck mal, ob wir was Neues finden können. Die Throwing Knives hat sie schon. Iron Sword, das sieht schon gut aus. Dann können wir das direkt mal mitnehmen. Dann direkt equippen. Ja. Die Iron Gauntlets könnte ich gar nicht nehmen. Iron Guard. Nee, macht mich eher mehr schwächer als stärker. Aber hier Silk Blues. Wäre da Fischeria eine gute Idee? Gut, dann checke ich nochmal, ob noch irgendwas Interessantes für uns. Pretty Ribbon gibt's noch. Und Barona Sword, Barona Blaze gibt's immer noch. Ich fasse es einfach nicht, dass es die immer noch gibt. Dann kaufen wir noch den Pretty Ribbon Fischeria. Gut, ich schätze mal, wir sind jetzt gut dabei. Vorerst brauchen wir nichts anderes. Wir sind jetzt gut ausgerüstet. Ich schaue mal kurz beim Anwesen mal vorbei. Das wäre mal ein guter Anfang. Man merkt ja auch, die Musik ist ja auch ein bisschen düsterer jetzt und nicht mehr so wie am Anfang ziemlich fröhlich. So, ich check mal, ob man die Mutter vielleicht eintreffen kann. Das ist ja das Arbeitszimmer vom Vater gewesen immer. Ah, stimmt ja, die Mutter ist ja im ersten Stock. Irgendwas Interessantes für uns? Nein. Okay, checke ich mal kurz ab. Vielleicht können wir ein paar Worte mit der Mutter wechseln, falls sie anzufinden ist. Nein, nur ein Köter. The playful dog's lively eyes seem to be trying to speak to you. Okay. Gut, also der Hund hat gesagt, dass das Espers Mutter sich um ihn gekümmert hat seit dem Tag an, wo die Kinder dann losgezogen sind. Ja, und sie hat ihn dann quasi so behandelt wie einen ihrer Kinder oder wie einen aus der Familie. Ja, es wäre natürlich immer super, wenn man die Hunde immer, wenn man so immer die Hunde verstehen würde, aber das gibt's nur bei Tales of Graces. Okay. Hier haben wir nichts mehr zu tun, das heißt, wir müssen wieder die Stadt verlassen und in die Richtung, wo Land hin liegt, laufen, denn da wurde er das letzte Mal gesehen. Also zwischen der Befestigung und Land Hill. Ich werde mal kurz nochmal speichern. Das ist wichtig für uns. Alles klar. Boah, was ist das denn für ein Vieh? Ja, super. Den Pretty Ribbon hätte ich mir eigentlich sparen können. Toll. Egal, man wird ja immer schlauer am Ende. So, was ist das denn hier? Okay. Gut. Aber ich lege mich also mit dem riesen Vieh da mal an hier. Alles klar. Nein, nein, nein. Jetzt bin ich genau in die falsche Richtung ausgewichen. Okay, der verträgt schon ein bisschen mehr, aber so nichts Besonderes halt. Okay, ich habe jetzt einen 5 Erfahrungspunkte plus 15% noch bekommen, weil ich zwei Gegner auf einmal besiegt habe. Und beide haben Level Up bekommen, wunderbar. Hier merkt man jetzt schon eher, dass es natürlich einfacher ist, bedingt dadurch, dass man zwei Leute jetzt im Team hat. Was ist das denn? Okay, also die Viecher sehen ein bisschen lustig aus hier. So. Aber so kleine Fische immer noch nicht so anders. Ja, die gehen natürlich immer auf mich drauf, alle. Autsch. So, aber da müssen wir uns halt nicht so große Sorgen machen, da wir natürlich auch eine Heilerin jetzt im Team haben. Schön. 3 Sterne. Wir kriegen jetzt auch mehr als SP-Punkte, das ist klasse. Sherias Seraphic Bolt was upgraded. Sehr gut. Ja, apropos diese komischen Viecher, die da so rumlaufen, wenn ich die mal so angucke, dann erinnere ich diese Viecher auch an Gegner aus anderen Spielen, ne? Irgendwo so. Okay. Alles klar. Ja, nichts Besonderes. Kann man auch schön leicht ausweichen, die Viecher.
Da seht ihr auch, es geht alles flüssiger von der Hand, wenn man natürlich super gut komponieren kann. Es ist schwer zu erklären. Ich kann euch das schlecht erklären, wie man das am besten machen kann. Man muss es selber spielen und so ein Gefühl dafür kriegen, wie das Ganze am besten funktionieren kann. Also mit dem Kombinieren der ARs und BRs. So, hey, 1000 Geld. Das ist super. So, nehmen wir noch den mit. So, man soll hier jetzt 4 Arts miteinander kombinieren. Das ist natürlich schlecht, wenn man von mehreren Gegnern angegriffen wird. Da kann man schlecht hier diese Arts miteinander kombinieren. Alles klar. Ja, der ist schon wieder K.O. ein bisschen das Vieh. Gut. Den nächsten Stern für uns. Asper learned Vitality. Alles klar. Wir kommen gut voran. Ich schätze mal, diese Richtung wird wohl sein, wo wir gehen müssen. Schauen wir mal, was hier eigentlich ist. Genau. In diese Richtung wurde er gesehen. Lord Asbel, look. We're coming, Frederick. We will survive. Oh. Jetzt müssen wir uns mit den Leuten hier anlegen. Ich sehe. Ja, jetzt habe ich Elite Burst. Das ist wunderbar. Das heißt, während dieser Modus läuft, können wir so viele Arts wie wir möchten einsetzen und wir verlieren dabei keine CC-Punkte. Das ging ja ratzfatz. Also nochmal erklärt, ihr seht hier dann immer im Kampf links diese Anzeigen, die einmal die rote und einmal die blaue. Und die rote ist für unseren Gegner, die blaue ist dann für uns. Wenn sie dann aufgefüllt ist, dann können wir für ein paar Sekunden, während wir diesen Illith Burst haben, so viele Arts einsetzen, wie wir möchten, ohne Probleme. Und da wird auch kein CC verbraucht. Okay, Cheria gained the Seraphic Bolt Adept Title. Frederick, are you all right? Lord Asbel, I never dreamed to meet you here. I don't deserve your presence after what has happened. I know about my father, Frederick. You don't need to apologize. Lord Asbel. Look! More Fendelian weapons! When did Fendel get their hands on those? I don't know, but they're laying waste to our forces. Fendel's not messing around. The town's going to be in serious trouble if they get through. We have to stop them here. We've attempted numerous frontal assaults, but we simply lack the men to combat them. Then we'll have to get clever with the terrain. Maybe we could drop him off a cliff. A cliff? The meadow on Lawn Hill isn't far from here. I'll distract the enemy. You go ahead and lead our people to safety. What are you going to do? You'll see. Hear me, people of Fendel! I am Asbel Launt, son of Lord Aston, and knight of the Windor Kingdom! If there are any warriors among you, let them step forward and face my blade! That got their attention. Now I just have to lead them to the meadow. Cheria, go with the others. I can handle this myself. I'll be fine. They're coming! Cheria, go! Run for the meadow! Get to the meadow before the Fendelian weapons catch you. Die haben sie nicht mal, die kommen ja direkt hier mit dem schweren Gerät an, die Leute. Ach Mist. Oh, oh, ui, 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 ui. Das Ding ist ja. Das Ding ist nicht gut Kirschen essen, glaube ich. Damn,
think we can fight these. So, schätze mal, wir müssen hier lang. Nein. Ach Mist, ey. Ich muss aufpassen, dass mich diese Viecher nicht kriegen. Die sind viel zu stark für mich, ey. Noch im Moment, so wie das aussieht. Die ziehen auch viel ab. Da muss ich auf jeden Fall höllisch aufpassen. Ja, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, ich schaue mich aber mal kurz. Sonst bin ich schneller tot, als ich gucken kann. Apfelgels haben wir ja genug. Da können wir noch ein paar verbrauchen. So, jetzt muss ich aber laufen. Und zwar weg von dieser Schrottkiste. Die gehen mir auf den Geist. Natürlich auch sehr, sehr fair, wenn die hier so direkt mit so ein schweres Gerät da ankommen. Das ist nicht lustig. So, da oben lang müssen wir jetzt. Gut. Jetzt checke ich mal kurz Land Hill ab. Gut, wir nehmen, also hier sind 180 Units von Aleth Units, also die brauchen wir, um diese Flasche aufzufüllen. Wir können aber nur 37 davon nehmen, den Rest müssen wir beiseite legen. Ich habe jetzt keine Lust auf die kleinen Viecher da. Gut, wir haben noch Party, ey. Mit den kleinen Viechern, ey, süß. Die kennt ihr ja noch nicht von früher, aber die gehen mir gar nicht mal so schlecht, ey. Obwohl die nicht viel vertragen. So, jetzt halte ich mich mal kurz hier an dem Wasser. Und dann können wir gleich auch diesen Speicherpunkt nutzen. Ist hier irgendwas Interessantes? Nameless Seed können wir ja sowieso nicht mitnehmen. So, komm. Okay, noch einen Kampf mache ich noch mit. So. Alles klar. So. Ja, kleine Fische. Alles klar, dann können wir direkt mal speichern. Haben wir noch diese Kiste. Life Bottle ist gut, nehmen wir mit. Und ich schenke euch noch diesen Kampf, Leute. Wenn wir schon hier dabei sind, dann können wir die direkt mitnehmen. Das wäre ja sonst ein bisschen komisch. Alles klar. Gut. Dann nutzen wir die Gelegenheit, um mal zu speichern. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge. Und dann schauen wir mal, was passieren wird. Und ob wir halt diese schweren Geräte unschädlich machen können. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.